Ein Hallo und willkommen zu Folge 312. Ich wünsche euch viel Spaß und feuerfrei. Der Opel hier vorne, der den Fußgänger rüberlässt, muss so oder so anhalten, weil von rechts hier ein Radfahrer kommt. Aber die Ungeduld bei manchen Leuten scheint hier grenzenlos zu sein. Dass das nicht so weh tut? Das ist doch nicht normal! Guck mal, dann hast du gleich wieder auf die Kamera drauf. Mit der grenzenlosen Ungeduld haben wir es auch hier. Wir sind mit dem Videoeinsender Jean-Luc unterwegs und von hinten kommt ein BMW und ein heller Toyota angefahren. Der helle Toyota wechselt gleich so knapp vor dem Sprinter schon auf die rechte Spur und setzt sofort zum Rechtsüberholen an, dass unser Videoeinsender gar nicht mehr weiß, wo er hinfahren soll, lieber in der Mitte bleibt, bevor er ihm hier noch direkt vors Auto fährt. Und das, was jetzt folgt, einfach mal wirken lassen. Ja, genau. Ich sag ja, total behämmert. Was war das? Road Rage oder was? Und was darf natürlich auf gar keinen Fall in unseren Dashcam-Folgen fehlen? Richtig, Rotlichtverstöße. Der Mini hat hier wohl nach links gewechselt, weil er dachte, links geht schneller voran. Auf das Gehupe folgt aber trotzdem erstmal das obligatorische Ausgebremse und extra langsam Gefahre. Dafür reicht die Zeit dann komischerweise immer. Aber das mit dem Ausgebremse ist auch für diese Szene hier ein gutes Stichwort. Oh, was macht der? Der will hier rüber. Ja, aber, ne? Aber bremst, guck mal. Ist eine Frau. Fahr doch! Mein Gott, ey, ist doch nicht der hier ernst, ey. Guck, die guckt sechsmal. Oh, alter Schwede. Ach komm, wenn das an der Abfahrt nicht funktioniert, vielleicht klappt es am Beschleunigungsstreifen ja besser. Der Passat, der hier von rechts kommt, ist schon genauso schnell wie unsere Dashcam. Beschleunigungsstreifen! Meine Fresse. Aber guck mal einer an, wie toll das jetzt plötzlich mit dem Beschleunigen funktioniert. Rechte Spur, mittlere Spur, ab nach links, warum nicht gleich so? Denk daran, bei mir gibt's sowas nicht, ich fahr durch. Okay. Doofheit tut weh, ne? Zweispuriges Linksabbiegen ist einfach unfassbar kompliziert. Ein bisschen schneller. Was ist schon wieder an? Ich hab vor. Aufs Knöpfchen drücken vor der Kamera, aufs Knöpfchen drücken. Ich drück ja schon. Und wer es nicht glaubt, dass zweispuriges Linksabbiegen wirklich kompliziert ist, hier direkt noch eine Szene hinterhergeschoben. Wenn die großen LKWs fahren, damit Inliner rumfahren. Ey, bist du oder warst du? Warte, wann fährt die? Bei solchen Leuten Abstand halten. Das ist doch immer wieder schön, wenn man als Fahrschüler oder Fahrschülerin direkt vorgelebt bekommt, wie man es nicht macht. Das steigert ganz bestimmt die Akzeptanz für Verkehrsregeln. Können ja nicht wahr sein. An den ehemaligen Wirecard-Manager Jan Marschalek. Der Einsender hat das Ganze wegen dem knappen Abbiegen der Polizei eingeschickt. Was ich aber viel interessanter finde, sind diese traumhaften Spritpreise. Das hier ist auch mal wieder traumhaft. Im allerletzten Moment noch nach links wollen und den Verkehr von 60 km/h bis zum Stillstand ausbremsen. Ich glaube, das hier ist das Gegenteil von im allerletzten Moment wieder nach links kommen. Da stand schon vorher Überholverbot, jetzt gerade das Schild, linken beiden Spuren 2,1 Meter. Hier jetzt nochmal, aber Überholmanöver darf man natürlich niemals abbrechen, man muss es bis zum bitteren Ende versuchen. Thank you.
genug mit dem Ausgebremse, ich würde sagen, wir starten mal wieder durch. Ja, und da schaut ihr an, diesen dummen Herrn. Der Videoeinsender fährt hier auf der linken Spur und ist am Überholen. Und jetzt kommt der Mercedes-Fahrer hier von hinten angefahren. Lichthupe zum Ankündigen der Überholabsicht wäre ja noch erlaubt. Dieses extrem dichte Auffahren, wir sehen jetzt nicht mal mehr seine Scheinwerfer, geht natürlich gar nicht. Auch wenn ich den innerlichen Antrieb mit dieser Revanche-Lichthupe hier vielleicht verstehen kann, ich persönlich kann davon trotzdem nur abraten, gerade bei den Leuten, die vorher gedrängelt haben, dicht aufgefahren sind, trifft man ganz häufig auf Leute, die dann plötzlich eine sehr kurze Zündschnur haben. Wir haben es beim Ben in der Folge 295 zum Beispiel gesehen. Auch wenn schwerfällt, belehren kann man die Leute mit solchen Aktionen sowieso nicht. Am besten einfach weiterfahren. Jede Sekunde, die man sich darüber aufregt, ist eigentlich verschwendete Lebenszeit, die es einfach nicht wert ist. Und auch in dieser Szene sind wir weiterhin in der Nacht unterwegs beim Einsender Lukas und viele Leute, die ländlich wohnen, kennen das vielleicht, wenn ihnen große Traktoren entgegenkommen, dass die Breite immer extrem schwer einschätzbar ist, weil das Licht meist zentral und ziemlich hoch angebracht ist und gerne auch mal ein bisschen blendet. Der Einsender halbiert hier seine Geschwindigkeit. Und da kann man nur sagen, definitiv alles richtig gemacht. Hatten wir heute eigentlich schon Autobahnauf- oder Abfahrten? Hier ist die Spontanität auch mal wieder grenzenlos und es ist immer wieder lustig, was für Häufungen bei den Einsendungen auftreten. Das ist ganz oft, dass in einer Woche wirklich 10-mal das gleiche dabei ist und in der anderen Woche dann gar nicht. Hier auf jeden Fall sind wir mit dem Max unterwegs, der Kreisverkehr ist hier auch die Pflasterung nicht wert. Einfach kreuz und quer drüber und wir bleiben mal beim Max. Das zweite Hupen kam hier zwar nicht vom Max, aber das zeigt ganz gut, dass zusätzliches Anhupen, wenn Leute eh schon abgewürgt haben, nicht unbedingt dazu beiträgt, die Situation besser zu machen. Hier sind wir mit dem Eddie unterwegs und er erlebt in gerade mal 4 Minuten gleich eine ganze Ansammlung an Verstößen. Und an dieser Situation sehen wir perfekt, warum da auf der rechten Seite eigentlich Halteverbot ist. Eben weil die Leute, die aus der Seitenstraße kommen, sei es Radfahrer, Autofahrer, die Straße so überhaupt nicht mehr einsehen können. Und 3 Minuten später machen wir mal mit einer ganz kleinen Kleinigkeit weiter. Die Polizei hier rechts fährt über die Haltelinie und bleibt hier bei roter Ampel dann auf dem Fußweg stehen. Aber die Polizei haben wir gesehen. Keine halbe Minute später kommt hier dieser Audi-Fahrer, der ja auch an der Polizei vorbeigefahren sein muss. Aber kaum ist die Polizei aus dem Sichtfeld. Das gibt's doch nicht. Abgesehen davon ist unser Videoeinsender hier selber auch über Rot gefahren. Jetzt steht der Audi hier auf der Rechtsabbiegerspur, Ampel wird grün, von der Rechtsabbiegerspur wieder über den Radweg hier auf die gerade Ausspur gezogen. Und 3 Minuten später sehen wir hier, der Zeitgewinn entspricht gerade mal 2 Fahrzeuglängen. Hat's richtig weit auch geschafft? Mhm. 3 Autos weiter vorne. Mhm. 2. Hier sind wir jetzt mit dem Einsender Marc unterwegs. Aber der Linksabbieger ist nicht der einzige, der es hier eilig hat. Wir springen hier mal ungefähr 30 Sekunden weiter und im Folgenden rechne ich auch einmal kurz die Geschwindigkeit aus. Ich komme hier auf 165 km/h, der Einsender hatte übrigens 140 getippt. Ich persönlich kann vom Rechtsüberholen nur abraten, aber die Frage, was die hier eigentlich auf der linken Spur machen, ist durchaus berechtigt. Was in dieser Folge bisher gefehlt hat, in Kurven zu überholen. Im ersten Moment dachte ich gleich, die Straßenmarkierungen und Schilder kommen mir doch bekannt vor, das wirkt wie in Frankreich, bis ich dann den Text der Videoeinsenderin gelesen habe.
Die Videoeinsenderin lebt in Neukaledonien, das ist östlich von Australien, französisches Überseegebiet. Und ich finde schon erstaunlich, wie wir weltweit verstreut unsere Zuschauer haben. Und auch wenn wir ja deutscher Kanal sind, finde ich das immer mal interessant, sporadisch Videos aus anderen Ländern zu sehen. Und Neukaledonien dürfte bisher die Gegend sein, die mit großem Abstand am weitesten von Deutschland entfernt ist. Also ich finde es auf jeden Fall cool. Die Flagge war ein kleines Geschenk der Mitstudenten, die alle mit kaledonischer Flagge im Auto fahren. Und ich würde sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns heute mal aus Neukaledonien. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Kanal. Ich verlinke euch hier auf der rechten Seite noch ein Video, was YouTube euch vorschlägt, falls ihr noch ein weiteres Video von unserem Kanal gucken wollt. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.